Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mir drei Torten von unserem Wochenende rausgepickt und werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe heute eine zweistöckige für euch mitgebracht, eine dreistöckige und eine vierstöckige. Und ich werde euch ein bisschen erzählen, einfach was es mit der Deko auf sich hat, wie viele Portionen dabei rauskommen, wie groß die Torten sind und so weiter und so fort, wo was drin ist. Genau, deswegen bleibt dran, wenn es euch interessiert und ihr vielleicht auch bald selber eine Hochzeitstorte bestellt. Ich starte mit der vierstöckigen. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Das ist ein Naked Cake, wie man sieht, mit frischen Blümchen dekoriert. Hier wieder, mir hat das Brautpaar die Blüten vorbeigebracht, wie sie auch in der ganzen Dekoration der Hochzeit beinhaltet sind. Cake Topper wurde extra für sie angefertigt mit den Initialen von den beiden. Es sind vier Stockwerke a 10 cm, also alle gleich hoch. Der Durchmesser ist 15-20-25-30 und hier kommen so durchschnittlich 116 Portionen durch. Das ist natürlich je nachdem, wie groß die Gäste dann die Stücke haben wollen. Aber wenn man jetzt wirklich den Durchschnittswert nimmt von allen, die mir dann Feedback gegeben haben und wie ich die Torte schneiden würde, sind es meistens so um die 116 Stück. Und ich habe meine schlaue Karte hier dabei. Das heißt, ich erzähle euch noch, was drin ist. Wir haben oben Zitrone, Blaubeere drin. In der zweiten Schicht haben wir Schoko und Nougat drin. In der dritten haben wir Erdbeere mit Karamell und in der untersten haben wir eine Himbeercreme. Das heißt, hier wieder eine sehr schöne Naked Cake, die komplett zu der ganzen Hochzeitsfeier abgestimmt ist und passend ist. So eine der beliebtesten Torten, würde ich mal sagen, weil es einfach ja, ein Eyecatcher ist, wenn alles zusammenpasst. Sieht schöner aus, wenn alles so dekoriert ist, als wenn ich jetzt rote Rosen dekoriere. Und natürlich, das Blattgold ist nochmal so ein richtiger Hingucker und ein Highlight. Das läuft jetzt einfach einmal runter. Das machen wir auch jedes Mal anders. Aber natürlich immer so, wie sich das Hochzeitspärchen das wünscht. Und hier ist es einfach so ein im Verlauf nach unten zwischen den drei Blumengestecken. Aber es ist auf jeden Fall, vor allem wenn dann das Licht drauf scheint, echt ein schöner, glänzender Effekt. Weiter geht es mit der zweistöckigen Torte. Hier ist es wieder Naked Cake, aber diesmal anders. Die allermeisten Naked Cakes sind so dekoriert, dass man nicht sieht, was drin ist. Hier sollte man es aber durchsehen, weil es auch, wie man sieht, mit den Rosen matcht. Also hier ist eine Himbeercreme drin, farblich perfekt passend zu den Rosen. Die Rosen wurden mir auch wieder vorbeigebracht von dem Brautpaar, also frische Rosen, die ja auch wieder in der ganzen Hochzeitsfloristik beinhaltet sind. Und obendrauf haben sie sich gewünscht, das Kinderriegelpärchen und dann mittig auf einer Bank sitzend. Genau, das heißt, hier ist noch eine andere Besonderheit bei, und zwar unten Himbeercreme, aber oben ist eine Vanillecreme mit frischen Himbeeren drin und die obere ist vegan. Die untere aber nicht. Das heißt, hier drinnen sitzt ja unsere Tortenetagere und jetzt kann sich jeder, der lieber vegan essen möchte, einfach oben ein Stück abschneiden. Aber nicht jeder ist gezwungen, erstmal vegan zu essen, sondern man kann durch die Etagere auch einfach unten reinschneiden. Und wenn jetzt jemand einfach die andere Geschmacksrichtung möchte oder halt nicht vegan essen möchte oder so, kann dann einfach unten sich ein Stückchen rausschneiden. Genau, was gibt es hier noch zu sagen? Die sind auch beide 10 cm hoch und sie sind 20 cm vom Durchmesser und 25 cm Durchmesser. Das sind dann auch so um die 50, 54 Portionen durchschnittlich. Auch wieder je nachdem, wie groß man es schneidet. Genau, ich wollte euch noch ein kleines Detail zeigen, hinten an der Bank. Es ist so süß, dieses Herzchen. Ich finde, das ist so eine Kleinigkeit, aber es ist einfach sehr süß. Und da freut man sich einfach später, wenn die Fotos dann da sind und man einfach so Kleinigkeiten sehen kann,
wie so ein Herzchen. Ja, das sind die Infos zu dieser Torte. Ein Stockwerk vegan, das andere nicht vegan, aber trotzdem alles kein Problem und jeder kann dann essen, worauf er Bock hat. Oder was er essen kann, vielleicht auch wegen einer Allergie oder so, ne? Da ist die Etagere wieder richtig gut. So, jetzt hole ich noch die dreistöckige. Tada! Das ist die dreistöckige. Ja, also hier ist es jetzt kein Naked Cake. Wir haben ein Creme-Einstrich. Hier wieder die Besonderheit. Die Farbe ist passend zu der ganzen Dekoration. Die Blumen auch wieder. Heute haben wir viele Blumen und immer im Match zu der ganzen Hochzeitsdekoration. Aber es gibt kaum jemanden, der das nicht macht, wenn er die Möglichkeit hat, mir die Blumen vorbeizubringen. Hier ist es jetzt so, drei Stockwerke a 15 cm hoch. Also die anderen waren immer 10 cm hoch. Die sind jetzt alle 15 cm hoch. Farbverlauf von dem schönen Salbeigrün zu weiß. Ein Muster mit eingearbeitet, eine Blütenranke hat sie sich auch gewünscht. Hat sie sich nämlich auch wieder ein Foto bei mir angeguckt, wie die Blütenranke gemacht werden soll. Und der Rand ist nicht gerade, sondern abstehend und dann nochmal mit flüssigem Gold angepinselt. Da wieder farblich passend zu dem Cake-Topper, den sie mir vorbeigebracht haben, mit deren Namen. Also auch wieder einfach ein Match der ganzen Hochzeitsdekoration. Ich gucke mal gerade auf meinen schlauen Zettel, was wir drin haben. In der oberen Torte haben wir Waldfruchtcreme. In der mittleren Torte haben wir Nougatcreme mit so einem Krokant-Crunch. Und in der unteren Torte haben wir Maracuja-Creme mit Pfirsichstückchen. Und hier sieht man mich überhaupt noch. So ist, glaube ich, besser. Und hier ist es so, dass wir durchschnittlich 92 Portionen haben. Auch wieder hier ist es ein bisschen schwieriger mit den Tortenstücken vom Schneiden her, weil die natürlich sehr hoch sind. Also ne, es wird immer ein sehr schmales Stück geschnitten oder was dann viele machen, weil es einfach ist, ein dickes Stück schneiden und dann auf die Hälfte und dann teilt man sich das einfach mit dem nächsten, ne, damit man nicht zu große Stücke hat. So, das sind die Details zu dieser Torte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr natürlich noch weitere Fragen zu den einzelnen Torten habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gerne schreiben, welche von den dreien euer Favorit wäre. Das würde mich sehr interessieren. Genau, und dann würde ich sagen, wenn ihr selber bald heiratet, haben wir unten drunter einen kostenfreien Ratgeber. Den haben wir geschrieben über Hochzeitstorten. Da steht sehr, sehr viel drin, wenn es euch interessiert. Einfach kostenfrei runterladen, durchlesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Tagen wieder.